Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Julia, ich bin Hebamme. Also für die, die mich noch nicht kennen, ihr findet mich auch auf meinem Blog www.mamacita.de, aber wahrscheinlich wird Maggie das auch in die Infobox nachher packen. Und Maggie und ich, wir haben uns überlegt, dass es schön wäre, eine Hebammensprechstunde zu machen, wo ihr alle eure Fragen loswerden könnt, die euch unter den Nägeln brennen. Ja, und es sind auch einige Fragen eingegangen und ich werde mir Mühe geben, alle eure Fragen zu beantworten. Legen wir los. Die erste Frage war eine Rückbildungsfrage, ob es stimmt, dass der Bauch 9 Monate kommt und halt auch 9 Monate braucht, um wieder zu gehen. Das ist eine alte Hebammenregel. Man muss dazu sagen, dass diese Regel sich nicht nur auf das Bauchwachstum oder die Rückbildung des Bauches bezieht, sondern auf alle Rückbildungsprozesse, die im Körper stattfinden. Und natürlich ist das abhängig von der Frau selber, also von diversen Faktoren. Zum Beispiel, wenn du dein Kind stillst, wirst du noch lange Zeit eine andere hormonelle Situation in deinem Körper haben als eine Frau, die nach der Geburt relativ schnell abgestillt hat. Dann wird das Gewebe relativ schnell wieder fest. Das ist bei einer stillenden Frau zum Beispiel anders. Und ob der Bauch schnell verschwindet oder nicht, das ist auch abhängig von individuellen Faktoren, zum Beispiel davon, wie groß der Bauch war, wie schwer das Kind war. Ob es das erste, zweite oder dritte Kind ist, dann dauert das häufig auch ein bisschen länger. Natürlich auch von der Statur und dem Körperbau selber. Ja, also das sind im Prinzip so die Faktoren, die die Rückbildung des Bauches beeinflussen. Dann gibt es die sogenannte Rectusdiastase. Das ist ein Spalt zwischen der geraden Bauchmuskulatur. Und dieser Spalt verschließt sich bei den einen Frauen relativ schnell wieder, bei den anderen dauert das eine Weile, bei anderen Frauen verschließt sich das nie wieder ganz komplett. Und auch das kann dazu führen, dass der Bauch längere Zeit immer noch sehr kugelig aussieht. Also, es kann 9 Monate dauern, es muss nicht 9 Monate dauern, aber insgesamt bezieht sich diese Regel auf die gesamten Rückbildungsprozesse im Körper und nicht nur auf die Rückbildung des Bauches. Aber wie bei fast allen Dingen ist das einfach sehr individuell. Aber ich finde einfach, was diese Hebammenregel so ja, gut ausdrückt, ist einfach, dass man seinem Körper Zeit geben soll und einfach nicht, ja, sich nicht unter Druck setzen soll. Da gibt es noch eine weitere Frage dazu. Kann ich etwas tun, um den Rückgang des Bauches zu unterstützen? Und jein, sage ich einfach mal. Also in den ersten Wochen wird dein Bauch noch relativ groß sein. Einfach unter anderem auch, weil die Gebärmutter sich ja erstmal zurückbilden muss. Die Gebärmutter nimmt im Laufe der Schwangerschaft in etwa die Form einer Wassermelone an, also wirklich, oder ein Medizinball wird riesengroß und bildet sich innerhalb von relativ kurzer Zeit ja auch wieder zurück. Also innerhalb von 10, 14 Tagen wird sie wieder klein, so klein wie eine Birne. Aber man kann sich vorstellen, selbst nach der Geburt ist es immer noch, ja, ist sie in etwa wie eine große Pampelmuse, so dass das natürlich auch einen Einfluss auf das Erscheinen des Bauches hat. Und das kann man nur indirekt beeinflussen. Also das ist ein körpereigener Prozess, der eigentlich von selber stattfindet. Wenn du stillen solltest, dann bildet sich die Gebärmutter schneller zurück, als wenn du abgestillt hast. Aber normalerweise läuft dieser Prozess alleine ab. Und nach einem Kaiserschnitt dauert das zum Beispiel meist etwas länger, dadurch, dass du eine Wunde in der Gebärmutter hast. Und genau, wenn sich die Gebärmutter zurückgebildet hat, also wieder sehr klein ist, dann wird auch der Bauch schon wieder etwas kleiner sein. Aber die Bauchdecke ist natürlich enorm überdehnt und das dauert einfach seine Zeit. Oder ich hatte eben schon die Rectusdiastase, also den Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln erwähnt. Auch das braucht seine Zeit. Also du solltest auf jeden Fall die gerade Bauchmuskulatur aussparen, immer über die Seite hochkommen. Wenn du im späten Wochenbett schon mit Wochenbettübungen beginnen möchtest, dann die tiefe Bauchmuskulatur trainieren, den Beckenboden trainieren, der hat auch direkt was mit dem Erscheinen des Bauches zu tun und die schräge Bauchmuskulatur, aber vor allen Dingen die gerade Bauchmuskulatur aussparen und nicht gleich
Sit-ups oder Crunches oder so machen. Dann, also sofern du eine Rektusdiastase hast und dann erscheint der Bauch häufig noch recht kugelig, dann wäre das sogar kontraproduktiv, weil im schlechtesten Fall wird die Rektusdiastase sogar größer. Es gab eine weitere Frage, ob Rückbildung sinnvoll ist, wenn man keine Probleme hatte oder keine Probleme hat. Rückbildung ist immer sinnvoll, weil sich ja sehr, sehr viel im Körper verändert, auch Dinge, die nicht unbedingt unmittelbar sich bemerkbar machen. Also eine Inkontinenz merkst du natürlich sofort, aber die muss nicht unmittelbar nach der Schwangerschaft direkt auftreten. Also der Beckenboden, sofern du vaginal geboren hast, musste der Beckenboden sich enorm dehnen. Und ja, wenn du eine gute körpereigene Rückbildung hast, dann kann das sein, dass du überhaupt keine Probleme hast, aber in den nächsten Jahren vielleicht Probleme auftreten, wie ein Druckgefühl im Beckenboden, in der Scheide und dann vielleicht später auch eine Inkontinenz, dass du den Urin nicht halten kannst. Also immer so bei Belastung, wenn du hüpfst, niest, lachst, dann, dass dann Urin abgeht. Und im Prinzip durch eine gute Rückbildungsgymnastik lernst du zum einen sehr viel über deinen Körper, was für Übungen gut sind, was du im Alltag tun solltest. Also zumindest in meinen Kursen mache ich das auch immer, dass Frauen wesentlich mehr mitnehmen als jetzt nur die reine Gymnastik, sondern einfach auch lernen, wie kann ich den Beckenboden im Alltag integrieren, so dass du im Prinzip in deine Zukunft investierst und einfach auch für die Zukunft weißt, was gut und was wichtig für dich ist. Also ich würde eine Rückbildungsgymnastik immer empfehlen und am allerbesten natürlich unter fachkundiger Anleitung. Eine Mama hat geschrieben, die an einer Hyperemesis gelitten hat in der ersten Schwangerschaft. Für die, die das nicht wissen, eine Hyperemesis ist ein sehr starkes Schwangerschaftserbrechen, was weitaus über das normale Erbrechen oder die normale morgendliche Übelkeit hinausgeht. Das ist wirklich manchmal unstillbares Erbrechen, 10, 12 Mal am Tag, mit einem hohen Gewichtsverlust. Also ganz, ganz übel, häufig auch mit Krankenhausaufenthalten. Also ja, eine ganz, ganz üble und gemeine Sache. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ist die Frage. Also statistisch gesehen bekommen 50% circa wieder auch eine Hyperemesis in der zweiten Schwangerschaft. Aber ja, du möchtest natürlich jetzt, du sagst, du hast einen Kinderwunsch, du möchtest wieder ein zweites Kind und möchtest natürlich das für dich so ein bisschen abwägen. Ich glaube schon, dass die Situation heute eine andere ist als damals, als du dein erstes Kind bekommen hast. Also zum einen bist du wahrscheinlich eher darauf vorbereitet, dass sowas passieren kann. Und du könntest, wenn du jetzt schon planst, ein zweites Kind planst, könntest du und dein Partner, ihr könntet jetzt schon überlegen, wie könntet ihr, wenn es auftaucht, könntet ihr euch einen Plan machen, dass du vielleicht von Anfang an vielleicht auch eine emotionale Unterstützung hast. Ich weiß nicht, ob du damals eine Hebamme hattest. Also Hebammen, sofern du eine findest, das ist ja manchmal auch sehr schwierig, aber also Hebammen unterstützen oder können einen zumindest ja auch schon die ganze Schwangerschaft über unterstützen. Und gerade in so einer Situation kann das sehr wertvoll sein. Ich zum Beispiel habe eine Weiterbildung in Akupunktur und Akupunktur wirkt sich, also ich habe es häufig wirklich erlebt, dass sich das sehr gut auf eine Hyperemesis auswirkt und man halt auch gleichzeitig so ein bisschen einfach auch eine Begleitung durch diese Zeit bekommt. Und man weiß heute zum einen, dass natürlich auch Stress und die persönliche Situation, wenn die schwierig ist, dass das halt auch das nochmal so ein bisschen triggern kann. Also, dass man da auch nochmal schaut, wie war die Situation damals? Ist die Situation heute anders? Ist sie vielleicht einfacher? Genau, also in die Richtung würde ich vielleicht noch mal schauen, vielleicht auch mit deinem Gynäkologen sprechen. Würde ich ganz offen sprechen, dass du dir ein zweites Kind wünschst, aber du Angst hast. Was kann man tun? Du wirst ja wahrscheinlich dann auch Medikamente bekommen haben. Es gibt mittlerweile wirklich eine ganze Reihe Medikamente, auch teilweise Medikamente, die jetzt in Deutschland nicht wirklich zugelassen sind, die aber auch in der Schweiz angewendet werden und doch in einigen Krankenhäusern dann angewendet werden, weil sie sehr effektiv sind.
Und also, dass du vielleicht mit deinem Gynäkologen da nochmal sehr offen drüber sprichst. Und ansonsten weiß man, dass Frauen mit einer Hyperemesis häufiger einen Vitamin B6-Mangel haben. Also das ist ja ziemlich einfach. Also dass man Vitamin B6 substituiert in der Schwangerschaft, einfach auch schon vorsorglich. Und viele Frauen haben eine Helicobacter-Infektion des Magens. Und auch das lässt sich relativ leicht herausfinden durch eine Stuhlprobe zum Beispiel. Und das lässt sich auch einfach behandeln. Also das weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das bei dir damals untersucht wurde oder so, aber das wäre ja ein einfaches, das beim Hausarzt zu untersuchen. Und ansonsten würde ich dir natürlich Mut machen, es trotzdem ein zweites Mal zu versuchen und einfach vorher schon so ein bisschen zu überlegen, wie man dem begegnen kann, wenn du dann ein zweites Mal schwanger bist. Dass du und dein Partner euch einen Plan macht, auf jeden Fall, dass du ja auch das erste Kind gut versorgt hast. So. Wie kann ich meinem Baby beim Zahnen helfen, wenn es so einen Kühlring noch nicht selber halten kann? Also es gibt eine ganze Menge, ja, ich sag mal so Medikamente, die man dem Baby geben kann. Zum einen gibt es von Weleda, gibt es Zahnungszäpfchen oder Fieber- und Zahnungszäpfchen, die kann man zum Beispiel auch mal bei Fieber geben. Oder von der Firma Vala, die habe ich immer besonders geliebt bei meinen Kindern, die Vibor-Kol-Zäpfchen, die man auch so bei Unruhezuständen geben kann. Also wenn ein Kind krank ist und einfach schlecht in den Schlaf findet, da fand ich jetzt Paracetamol immer nicht ganz so günstig, weil häufig ist es so, das Fieber wird gesenkt, aber gleichzeitig werden die Kinder sehr aktiv. Und eigentlich, wenn ein Kind Fieber hat, dann ist es ja schläfrig und ja, einfach Schlaf fördert dann ja auch den Heilungsprozess. Und deswegen habe ich immer gerne diese Vibor-Kol-Zäpfchen genommen, die auch homöopathisch sind. Und ansonsten gibt es das sogenannte Dentinox-Gel. Das kannst du direkt auf die Zahnleiste auftragen. Ich würde das allerdings wirklich nur verwenden, wenn du siehst, das Zahnfleisch ist schon so ein bisschen aufgequollen an der Stelle und der Zahn guckt da eigentlich schon fast raus, weil dann kann das Lokal einfach diese Stelle betäuben. Aber das, was den Kindern meistens Probleme bereitet, ist einfach der Druck, schon Wochen bis Monate vorher. Also das tritt ja häufig in der Nacht auf, wenn die Kinder keine Ablenkung haben. Also dieses Dentinox-Gel, wenn du wirklich das Gefühl hast, es tut da an der Stelle wirklich sehr weh und es ist vielleicht sogar ein bisschen gerötet an der Stelle, wo der Zahn durchkommt, dann würde ich es anwenden. Aber nicht, wenn du das Gefühl hast, ja, eigentlich sehe ich noch gar nichts und die Zähne schlummern dann noch und ja, kommen so leichter, so langsam hervor. Man kann in den Fällen zum Beispiel auch Osanit geben. Das ist auch so eine homöopathische Mischung, die gerne bei Zahnungsbeschwerden gegeben wird. Und was ganz harmloses, sind so kleine Bernsteinketten. Die gibt es mittlerweile auch mit so einem Magnetverschluss, dass man keine Angst haben muss, dass die Kinder sich strangulieren. Die gibt es, glaube ich, bei Rossmann und DM, glaube ich, mittlerweile sogar. Ist eine ja, harmlose Möglichkeit, ja, ob es hilft oder nicht. Also meine Kinder haben solche Bernsteinketten getragen, die sehen nicht nur niedlich aus, sondern ich habe auch daran geglaubt, dass es auch die Zahnung ein bisschen erleichtert. Und ansonsten natürlich viel tragen, viel kuscheln. Und im allerschlimmsten Fall, wenn das Kind jetzt wirklich gar nicht zur Ruhe kommt, kann man natürlich auch mal ein Schmerzmittel geben zur Nacht, ne, damit dann auch wirklich alle ausgeschlafen sind am nächsten Morgen. Aber das würde ich natürlich gut abwägen, auf jeden Fall. Und es gibt auch so kleine, ich sag mal so Fingerhütchen mit so Noppis dran, dass man einfach damit auch ein bisschen die Zahnleiste massiert. Wenn dein Kind jetzt schon so ein bisschen im Beikostalter ist, wobei du sagtest halt, es kann doch den Beißring nicht alleine halten, dann wird es auch wahrscheinlich ein Stück Gurke noch nicht halten können. Also ansonsten ist bei älteren Kindern, die einfach auch schon greifen können und einfach auch schon Dinge so zum Mund führen, einfach auch so ein Stück Gurke oder Melone ganz gut im Beisein der Eltern natürlich, weil das einfach auch ganz gut kühlt. Die nächste Frage bezieht sich auf Ernährung in der Schwangerschaft. Auf vegetarische und auf vegane Ernährung. Vegetarische Ernährung ist soweit kein Problem. Du solltest einfach nur darauf achten, dass du genug Eisen deinem Körper zuführst, weil das ist ja schon ein
Mineralstoff, der um 100% erhöht ist und einfach dein Körper kann das Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln nicht so gut aufnehmen wie aus tierischen. Und unsere Haupteisenquelle ist einfach immer noch Fleisch. So, also wenn du Vegetarierin bist, wie gesagt, achte auf die Eisenzufuhr. Ansonsten empfehle ich auch immer gerne den Kräuterblutsaft oder Ferrotone. Das ist so ein Eisen angereichertes Wasser. Das kann man natürlich sonst auch tun, um seine Eisenzufuhr zu sichern. Bei der veganen Ernährung sieht es schon ein bisschen anders aus. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät von einer veganen Ernährung in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit ab, weil es einfach sehr schwer ist, durch die vegetarische Ernährung, vegane Ernährung, Entschuldigung, alle kritischen Nährstoffe dem Körper zuzuführen. Also das fängt an mit genügend Eiweißen. Veganerinnen nehmen im Schnitt weniger Eiweiß zu sich als Mischköstlerinnen. Also da muss man auf jeden Fall drauf achten, also durch Tofu, Hülsenfrüchte zum Beispiel. Dann auch die Omega-3-Fettsäuren, vielleicht hast du schon mal von den DHA gehört, die sind zum Beispiel in Fisch sehr stark enthalten. Die sind wichtig für die Gehirnentwicklung der Kinder und ja, da, also man kann zum Beispiel durch Leinöl kann man dem Körper DHA zuführen oder auch durch bestimmte Algenöle. Also es gibt da mittlerweile auch Präparate speziell für Veganerinnen, würde ich nochmal schauen. Also den Mischköstlerinnen wird immer Fischöl empfohlen. Und das ist halt, wenn man Veganer ist, das ist natürlich ein No-Go. Also schau da nochmal, was es sozusagen vegan gibt. Also ansonsten Leinöl in die Ernährung mit aufnehmen oder auch Hanföl. Dann Eisen ist genauso wie bei den Vegetarierinnen ein Problem und vor allen Dingen auch Vitamin B12, also der gesamte Vitamin B-Komplex, aber vor allen Dingen Vitamin B12, weil Vitamin B12 substi oder nehmen wir hauptsächlich über tierische Produkte auf. Da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, Vitamin B12 zu substituieren. Das wäre sehr wichtig. Folsäure wird sowieso für alle Frauen empfohlen. Dann ist noch Kalzium so eine Geschichte. Also weil du brauchst einfach in der Schwangerschaft mehr Kalzium, auch in der Stillzeit. Und das wird einfach deinen Knochen entzogen. Und wenn du nicht genug Kalzium zu dir nimmst, auch dein Kind befindet sich ja im Knochenaufbau. Von daher musst du auf eine gute Kalziumzufuhr achten. Durch Sesam zum Beispiel ist eine gute Kalziumquelle, Brokkoli, ja, oder einfach auch, du kannst natürlich auch so Kalzium in Form von Tabletten auch zu dir nehmen. Ich irgendwas vergessen? Ich muss noch mal ganz kurz hier ein bisschen vorbereitet, habe ich das ja doch. Ich glaube, das war es eigentlich soweit zur veganen Ernährung. Und ansonsten würde ich dir auf jeden Fall raten, eine Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen, weil das natürlich, ja, weil es halt einfach recht speziell ist und das einfach einer guten Beratung bedarf. Beim ersten Kind hatte ich vorzeitige Wehen. Wie sieht das mit der Folgeschwangerschaft aus? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil es halt einfach so. Ja, weil ich dich nicht kenne, ich kenne natürlich den Schwangerschaftsverlauf nicht. Ich weiß nur, dass Schwangerschaften sehr, sehr unterschiedlich sind. Und dass nur weil du einmal, ich sag mal, das Pech hattest, vorzeitige Wehen zu haben und mit einer Muttermundsverkürzung im Krankenhaus zu liegen, heißt das nicht unbedingt, dass es beim zweiten Kind auch so sein muss. Da ist im Prinzip das Gleiche wie jetzt bei der Hyperemesis. Es kann, es muss aber nicht. Und ich würde mir einfach mit deinem Partner einen Plan machen. Was könnt ihr machen, wenn das wieder auftaucht? Habt ihr eure Familie im Rücken? Auch wegen eures ersten Kindes. Wie sieht das mit der Betreuung aus? Kannst du liegen und da auch noch mal gucken, was hat denn vielleicht damals dazu geführt, dass du vorzeitige Wehen hattest? Ja, manchmal ist es ja eine Infektion auch der Scheide. Das kann man ja relativ schnell ausschließen.
Das weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das damals untersucht wurde. Das wird ja in der Regel in den Krankenhäusern auch getestet, ob die Frauen eine bakterielle Infektion in der Scheide haben. Aber das ist natürlich ein einfacher Grund, den man ausschließen kann. Wenn natürlich vielleicht auch Stress das gefördert hat, dann würde ich noch mal gucken, wie kannst du dich bestmöglich entlasten jetzt in der nächsten Schwangerschaft. Dammmassage in der 39. Schwangerschaftswoche, macht das überhaupt noch Sinn? Ich würde sagen, ja, also auf jeden Fall. Es ist sowieso mit der Dammmassage so, dass natürlich sich der Damm mehr dehnt, wenn du ihn massiert hast. Aber du kannst auch, wenn du jetzt 5 Wochen eine Dammmassage durchgeführt hast, natürlich eine Dammverletzung, also einen Dammriss oder einen Dammschnitt halt nicht wirklich, ja, nicht zu 100% vermeiden. Also du reduzierst das Risiko, aber es lässt sich trotzdem nicht komplett vermeiden. Von daher, wenn du jetzt noch den Damm massieren möchtest, mach das auf jeden Fall. Und ich finde trotzdem, dass es auch eine mentale Vorbereitung ist, weil im Prinzip dein Baby wird halt durch die Scheide geboren werden. Und ich finde, das ist ja erstmal was total Abstraktes. Und selbst wenn das jetzt nicht den gleichen Effekt hat, als wenn du jetzt schon 5 Wochen den Damm massieren würdest, hat es auf jeden Fall den Effekt, dass du dich nochmal einfach mental darauf vorbereitest und dich damit nochmal auseinandersetzt. Also, ich würde das auf jeden Fall machen. Wie hoch ist das Risiko, dass, wenn ich beim ersten Kind einen Kaiserschnitt hatte, dass ich beim zweiten Kind auch wieder einen Kaiserschnitt bekommen werde? Auch da müsste ich natürlich ein bisschen mehr darüber wissen, warum es überhaupt zum Kaiserschnitt gekommen ist, was der Grund dafür war. Aber natürlich, da gibt es auch Statistiken drüber. Einmal Kaiserschnitt bedeutet heute nicht unbedingt immer einen Kaiserschnitt. Früher war das so, das war auf jeden Fall ja, das war klar. So, wenn du einen Kaiserschnitt hattest, dann hast du auch beim zweiten Kind einen Kaiserschnitt bekommen. Heute ist das schon, also es ist schon lange nicht mehr so und circa bei einer Folgeschwangerschaft kommt es in 1 zu 4. Also in einer von 4 Geburten kommt es dann zu einem weiteren Kaiserschnitt. Also wenn eine natürliche Geburt geplant ist, also unter der Geburt dann, also ca. 25%. Also du hast ein 75-prozentiges Risiko, eine Wahrscheinlichkeit natürlich, eine ganz normale Geburt zu erleben. Und ich weiß von Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, je nachdem, wie die erste Geburt war, wenn das so ein bisschen traumatisch war, dass man natürlich sich damit auseinandersetzt, dass man Angst hat. Also ich kann dir da einfach auch nur Mut machen. Ich habe das so häufig erlebt, dass die zweite Geburt viel schneller und viel besser war als die erste und dass es einfach auch heilsam war für sehr viele Frauen. Und wenn du ja, wenn das eine sehr lange Geburt war, du sagst, oh, das war irgendwie, es ist alles ungünstig gelaufen. Ich möchte vielleicht früher ein Schmerzmittel haben und das war irgendwie damals so doof. Dann kann ich dir nur raten, such eine Hebammensprechstunde auf in der Klinik. Also meistens haben die ja eine Hebammensprechstunde oder eine Geburtsplanungssprechstunde. Das kann sein, dass sich das anders nennt bei euch im Krankenhaus, aber dass du zeitig wirklich schon so, ich sag mal, ab der 30. Woche dort einen Termin machst und entweder mit dem Arzt oder dann mit einer der Hebammen dort ein Gespräch suchst und nochmal über deinen Geburtsverlauf sprichst. Also wie gesagt, 75% Wahrscheinlichkeit ist, dass du beim zweiten Kind eine normale, natürliche Geburt haben wirst. Wie gewöhne ich dem Kind das Tragen ab? Oh. Schwierige Frage und es hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, wie alt dein Kind ist. Also Kinder sind von sich aus erstmal Traglinge. Also Säuglinge, wenn die auf die Welt kommen, die wollen eigentlich pausenlos getragen werden. Also es ist ein natürliches Bedürfnis und ja, lange, lange Zeit ist das im Prinzip noch ein Bedürfnis. Bei älteren Kindern,
Also ich sag mal, wenn die ein paar Monate alt sind, dann läuft das natürlich auch nicht so. Wenn du dein Kind jetzt viel getragen hast, dann wird sich dein Baby nicht von sich auf gleich, von jetzt auf gleich ablegen lassen. Also auf dem Boden oder ich weiß ja nicht, wann du das geplant hast, aber gehen wir jetzt da mal von aus, dass es tagsüber ist, dann würde ich das begleiten. Also, dass du mit deinem Baby auf die Decke gehst und erst einmal dabei bleibst, ein bisschen mit dem Baby spielst und dann einfach Stück für Stück dich dann auch mal entfernst vom Kind, sodass es sich einfach auch daran gewöhnt, nicht immer auf dem Arm zu sein. Aber wenn du Kontakt mit anderen Müttern hast und dich darüber schon mal ausgetauscht hast, dann wirst du wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass das halt einfach für viele ein großes, ich sag mal, schon ein Problem ist oder eine große Fragestellung, wie man das abgewöhnen kann. Du hast geschrieben, ja, wenn es nicht mehr geht, wahrscheinlich meinst du den Rücken. Ja, es ist einfach ein Problem. Also ich würde, wenn das Kind es wirklich einfordert und dann natürlich schreit, dann ist so die Frage, was kann ich noch tun? Früher oder später wirst du wahrscheinlich dann nachgeben und dein Kind wieder auf den Arm nehmen, weil du natürlich nicht möchtest, dass es schreit. Du kannst natürlich auch noch mal versuchen, dein Kind auf den Rücken zu nehmen. Also wenn du ein Tragesystem hast, das zu üben, das ist natürlich für den Rücken wesentlich besser und einfacher. Aber ansonsten bezieh deinen Partner mit ein. Vielleicht hast du ja auch Familie, so Oma und Opa, die vielleicht auch das Kind dir mal abnehmen können, dass nicht immer du nur das Baby trägst. Also das wird wahrscheinlich einfach ein wenig dauern, bis sich dein Baby daran gewöhnt hat. Ja, das wird gleich bestimmt noch mal hier kommen bei den Fragen. Also man braucht einfach viel Geduld mit den Kleinen. Ja, da kommen wir zur nächsten Frage. Das geht in dieselbe Richtung. Baby schläft nur an der Brust ein. So, wie kann ich meinem Kind das Schlafen beibringen? Und das geht einfach auch nur über Geduld. Das ist einfach. Also auch da weiß ich nicht, wie alt das Baby ist. Also wenn es wirklich ein paar Monate alt ist, dann ist einfach das Einschlafen an der Brust natürlich schnell. Es ist eine schnelle Möglichkeit, das Kind zum Schlafen zu bringen. Also ich habe das auch immer gerne so gemacht. Deswegen habe ich meine Tochter auch sehr, sehr lange gestillt, weil es einfach immer so schnell ging. Ja, nur das Baby ist natürlich auf einen selber bezogen und man kann das halt schlecht abgeben. Und das erfordert einfach Geduld. Auch ich würde vielleicht dann deinen Partner mal das Baby hinlegen lassen. Ja, also schläft nur. Ja, also es erfordert Geduld. Versuch es immer mal wieder. Manchmal ist es ja auch so, auf einmal haben die einen Entwicklungsschritt und können es dann auf einmal ohne. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon mal mit einer Flasche versucht. Also das bringt meistens nicht viel, wenn die Mamis das machen, weil wenn die Kinder so ans Stillen gewöhnt sind, dann ist das schlecht, wenn die Mütter auf einmal die Flasche geben. Aber das könntest du natürlich auch mal versuchen mit deinem Partner zusammen, dass der dann einfach zum Einschlafen mal die Flasche gibt. Und ja, ansonsten wird natürlich gerne auch mal der Kinderwagen aktiviert. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf nachts einschlafen oder tagsüber bezieht, aber ansonsten ist natürlich so dieses, wir fahren mal mit dem Kinderwagen und um den Block und einfach durch das Schuckeln schläft das Baby ein. Das ist ja auch eine sehr, sehr beliebte Möglichkeit von Eltern, das Kind in den Schlaf zu bekommen. Wann ist das richtige Alter, ein Baby zu bekommen? Ja, also das ist sehr schwierig zu beantworten, weil das natürlich sehr individuell sehr verschieden ist. Medizinisch gesehen kann man sagen, so zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, so, weil dann einfach die Eisprungdichte noch sehr hoch ist. Das nimmt schon ab 30 ab. Also ab 30 ist man schon weniger fruchtbar als noch zwischen 20 und 30. Und ab 35 nimmt die Fruchtbarkeit dann wirklich rapide ab. Dann hat man häufig auch Zyklen, wo man einfach keinen Eisprung hat. Also deswegen die Wahrscheinlichkeit, schnell schwanger zu werden, ist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr einfach am größten.
Darauf bezieht, also da gab es noch eine andere Frage, ob es gefährlich ist, unter 18 oder um 18 ein Baby zu bekommen. Nein, im Prinzip ist es nicht gefährlich. Also du bist mit 18 bist du körperlich bereit, ein Baby zu bekommen. Also statistisch gesehen haben junge Frauen unter 18 schon auch häufiger Schwangerschaften mit Problemen, also häufiger Babys mit einem geringen Geburtsgewicht oder auch Frühchen. Genauso halt auch wie bei Frauen ab 35. Das gilt ja auch offiziell als Risikoschwangerschaft. Also auch, weil dann natürlich die Eizellen schon etwas älter sind und das Risiko für genetische Erkrankungen einfach größer ist. Aber ja, das perfekte Alter, denke ich, gibt es nicht, weil es sehr individuell ist, rein medizinisch, wie gesagt, zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Mit 18 muss man natürlich gucken, wie ist das denn überhaupt mit meiner Lebensplanung? Mir persönlich würden jetzt wenig Gründe einfallen, warum ich mit 18 ein Baby bekommen wollen würde, weil meistens geht man noch zur Schule, man befindet sich in der Ausbildung, man plant vielleicht ein Studium. Die Persönlichkeitsentwicklung ist mit 18 auch noch nicht abgeschlossen. Ja, im Prinzip geht es dann ja auch erst richtig los. Man zieht ja irgendwie von zu Hause aus. Also mir persönlich fallen da nicht so viele Gründe ein, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob du schon schwanger bist oder planst, schwanger zu werden. Wenn du schon schwanger sein solltest, dann gibt es auf jeden Fall auch eine ganze Menge und viel, also ganze Menge Unterstützungsmöglichkeiten für junge Frauen, angefangen von der Pro Familia, Familienhebammen. Genau, also die Pro Familia berät auf jeden Fall zu dem Thema und ja, wenn die bei euch in der Nähe sind, die werden dann auch wissen, was es einfach für Unterstützungsmöglichkeiten für sehr junge Frauen gibt. Jetzt muss ich nochmal hier auf meine Liste gucken. Mein Baby schreit nach 16 Wochen meine Brust immer an. Ja, da kann ich auch, ohne dass ich das jetzt selber beobachtet habe, natürlich nicht wirklich viel zu sagen. Ich habe nur häufig beobachtet, dass Kinder, ich sag mal so ab 3 Monaten, ihr Trinkverhalten verändern. Also die verändern ihr Trinkverhalten ja sowieso dauerhaft. Kaum hat man das Gefühl, ah, jetzt weiß man, wie es läuft, verändert sich das schon wieder. Und auf einmal trinken die Kinder viel schneller. Was am Anfang wirklich noch eine halbe Stunde und länger gedauert hat, geht auf einmal viel schneller. Und im Laufe der Zeit nimmt die Milch einfach auch an Kalorien zu. Sie wird nahrhafter. Ansonsten müsstest du ja wirklich literweise Milch produzieren, um halt auch noch ein älteres Kind vollzustillen. Und wenn du sagst, es ist sonst immer ganz zufrieden und macht eigentlich auch einen satten Eindruck, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dein Kind schon satt ist und du vielleicht einfach das falsch deutest. So, weil wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dass das Baby eine halbe Stunde trinkt und auf einmal nach 5 Minuten fertig ist, dann denken viele Mütter, das kann ja nicht sein, das Baby trinkt nur so kurz, das wird nicht satt und bieten immer wieder die Brust an und das Baby lehnt sich im Prinzip, also lehnt die Brust ab und möchte vielleicht noch schnullern, aber nicht mehr trinken. In solchen Fällen könnte man, ich weiß nicht, ob dein Baby einen Schnuller nimmt, also mal einen Schnuller direkt im Anschluss an das Stillen anbieten, weil ja, das macht einige Babys regelrecht sauer. Wenn die eigentlich fertig sind, die sind satt und wollen wirklich nur noch zum Einschlafen ein bisschen schnuckeln, so, dann gibt es eine weitere Frage zum Stillen bzw. zum Abstillen, ob ein schnelles Abstillen Folgen für das Baby haben kann. Und ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Aber du musst dir natürlich überlegen, je nachdem, wie alt dein Baby ist, wie du die Stillmahlzeiten ersetzen möchtest. Also durch was für eine Milch trinkt das Baby aus der Flasche. Wenn dein Baby jetzt schon ein paar Monate lang voll gestillt wurde, wird es wahrscheinlich etwas schwieriger sein, von jetzt auf gleich auf die Flasche umzusteigen, weil sich einfach so ein Silikonnippel im Mund anders anfühlt als die Brustwarze der Mutter und viele Kinder das dann nicht akzeptieren und natürlich auch einfach der Trinkmechanismus ein ganz anderer ist. Also das wird einfach ein bisschen schwierig sein. Ansonsten kannst du mit deinem Kind natürlich auch, ohne dass du es stillst, ganz, ganz viel kuscheln und ihm so weiter Nähe geben. Und du musst dir natürlich auch überlegen, wie willst du den Milchfluss
so schnell drosseln. Also wenn du bisher voll gestillt hast, ist dein Körper auf Milchproduktion eingestellt und das wird ein bisschen schwierig sein. Also da musst du dir auf jeden Fall überlegen, wie du das handhaben möchtest, ob du eine Handpumpe hast. Also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du immer dann, wenn du einfach eine enorme Spannung in der Brust fühlst, dass du immer dann ein wenig die Brust entleerst, sodass du auf jeden Fall verhinderst, dass du einen Milchstau bekommst. Für dich ist es auf jeden Fall wesentlich sanfter, wenn du peu à peu abstillst. Also wirklich so Stück für Stück eine Stillmahlzeit durch eine Breimahlzeit oder durch eine Flaschenmahlzeit ersetzt, sodass dein Körper sich einfach langsam daran gewöhnen kann, weniger Milch zu produzieren. Also das ist wesentlich sanfter und auch für dich hormonell etwas einfacher, weil Frauen, die ad hoc abstillen, haben häufig schon ein bisschen mit der hormonellen Umstellung zu tun. Also das ist für dich auf jeden Fall sanfter. Für dein Kind, wie gesagt, wird es keine großen Folgen haben. Wenn es jetzt schon etwas größer ist, wird es das jetzt nicht unbedingt mit Freude annehmen. Aber wie gesagt, man kann auch mit seinem Kind ganz, ganz viel kuscheln und ihm Nähe geben, ohne dass man jetzt sein Kind stillen muss. Mein Frühchen drückt nachts immer sehr viel. Anders als mein erstgeborenes Kind ist das normal. Also Babys sind oder Kinder generell sind halt sehr unterschiedlich. Es gibt halt Kinder, die die haben mehr mit dem Darm zu tun und andere weniger. Tendenziell haben Jungs mehr mit dem Darm zu tun und auch Frühchen sind so ein bisschen prädestiniert dafür für einen unreifen Darm. Also wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann hat es erst einmal sowieso einen unreifen Darm. Bis zur Geburt ist das Baby ja nahezu keimfrei. Während der Geburt, also während der natürlichen vaginalen Geburt, nimmt das Baby schon die ersten Keime auf und das führt dann zur ersten Keimbesiedlung des Darms. Und bis dann diese Keimbesiedlung abgeschlossen ist, dauert das Monate. Nun weiß ich natürlich nicht, wie dein Baby geboren wurde, ob das Baby per Kaiserschnitt geholt wurde. Das ist ja bei Frühchen auch nicht ganz selten. Auch das kann einen Einfluss auf den Darm haben und dann halt, wie gesagt, auch so dieses Schieben und Drücken, sodass man immer das Gefühl hat, das Kind ist irgendwie ja, mit der Verdauung beschäftigt. Und natürlich auch die Ernährungsform hat einen Einfluss. Ich weiß nicht, ob du das jetzt vergleichen kannst mit deinem ersten Kind, ob du beide gestillt hast oder beide die gleiche Flaschennahrung bekommen haben. Ja, das ist natürlich wirklich schwierig zu vergleichen, so ein Kind mit dem anderen. Man tut das natürlich immer, das kenne ich auch, dass ich die Kinder immer vergleiche, aber halt, du könntest noch viel mehr Kinder kriegen und sie wären alle doch sehr unterschiedlich. Also ich würde mir da nicht so große Gedanken machen wegen diesem nächtlichen Drücken. Aber du kannst das natürlich mal bei einer U-Untersuchung beim Kinderarzt ansprechen. Gerade bei Frühchen durch den unreifen Darm kann man manchmal durch Probiotika einfach die Ausreifung des Darms unterstützen. Also durch Symbioflor zum Beispiel. Das ist so ganz übliches Präparat mit Bakterien, die dann den Darm besiedeln. Oder Bigaia-Tropfen. Frag da einfach mal deinen Kinderarzt, ob man da was tun kann. Und ansonsten, wenn du dein Kind stillen solltest, dann bekommt es ja sowieso schon Lactobazillen. Das ist auf jeden Fall auch super für einen gesunden Darm. Und ja, also da würde ich einfach abwarten, erst einmal. Und wie gesagt, wenn du dir große Sorgen machst, mit dem Kinderarzt sprechen. Jetzt muss ich doch glatt mal gucken. Was kann ich tun, damit das Kind, das Stillen beim zweiten Kind besser klappt? Ja, ich weiß jetzt nicht, was das Problem beim ersten Kind war. Also, ob du ein Problem hattest mit bunten Brustwarzen, ob du mangelnde Milchbildung hattest, ob die Brustwarzenform das Problem war. Also es gibt ja vielerlei Stillhindernisse. Da müsste ich ein bisschen mehr wissen. Ja, um dich da wirklich gut beraten zu können. Also insgesamt ist es so, du bist jetzt schon um eine Erfahrung reicher und du weißt, wie das letzte Mal war, was letztes Mal das Problem war. Und insofern kannst du dich natürlich,
darauf vorbereiten, dass es vielleicht dieses Mal wieder sein könnte. Also wenn du wunde Brustwarzen hattest, dass du von Anfang an dir vielleicht eine Stillberatung holst oder also wenn du eine Hebamme hast, hoffentlich hast du eine, dass sie dich am Anfang beim Stillen unterstützt, schaut, ob das Baby die Brustwarze richtig im Mund hat, weil das ist einfach einer der häufigsten Gründe, warum die Brustwarzen wund werden. Also du kannst schlecht vorbereiten, also du kannst schlecht deine Brustwarze jetzt auf das Stillen vorbereiten. Also früher hat man den Frauen empfohlen, sie soll die Brustwarze irgendwie abschrubbeln oder also mit einer Bürste. Oder man kann auch ein Loch in ein T-Shirt schneiden, dass man so ein bisschen Reibung daran hat an der Brustwarze. Das macht man heute eigentlich so nicht mehr. Wenn du das Problem hattest, dass das Kind die Brustwarze nicht richtig greifen konnte, weil es vielleicht weil deine Brustwarze sehr flach ist oder du vielleicht auch eine Schlupfwarze hast oder was auch immer, dann hol dir am besten jetzt schon eine Stillberatung. Auch ich mache zum Beispiel für das Wochenbett vorbereitend immer gerne ein stillvorbereitendes Gespräch, dass ich mir auch mal die Brust anschaue. Und also wenn man sieht, die Brustwarzen sind einfach nicht optimal für ein Kind, also dass sie jetzt dem Kind sofort entgegenkommen und leicht zu greifen sind, dann sprechen wir da vorher drüber und dann kann man natürlich schauen, was man tun kann. Genau, also auch da ist so, es muss beim zweiten Kind gar nicht so sein. Schau noch mal, was war denn das Problem? Und bestmöglich holst du dir einfach schon in der zweiten Schwangerschaft eine Beratung, redest noch mal darüber, was das Problem war. Und ja, das ist doch im Prinzip schon eine gute Vorbereitung. Jetzt muss ich mir noch mal meine Liste anschauen, aber ich glaube, ich bin am Ende. Also ich glaube, ich habe alle. Ah nee, ich habe hier noch eine Frage gefunden. Wie groß der Altersabstand zwischen den Kindern sein sollte? Und auch da das kann man nicht so pauschal beantworten. Also Entwicklungspsychologen sagen immer um 3 Jahre Altersabstand, dass das für die Kinder der optimale Abstand wäre. So, das ist aus entwicklungspsychologischer Sicht der Fall. Wenn man jetzt allerdings Familien fragt, die sehr nah Kinder bekommen haben, dann haben die da häufig ihre Gründe für. Also sofern das geplant war, dass sie wollten, dass die Kinder zusammen groß werden, das hat ja auch seine Vorteile, weil die dann natürlich, wenn die nur ein Jahr auseinander sind, halt auch ähnliche Bedürfnisse haben, als wenn die 3, 4 Jahre auseinander sind. Dann sind die Bedürfnisse natürlich andere. Wenn man jetzt ein Neugeborenes hat und ein Kind mit 4 Jahren, das Kind spielt vielleicht schon mit Playmobil und das Baby hat natürlich ganz andere Bedürfnisse, dann kann das schwieriger sein, das Ganze unter den Hut zu bringen. Gleichzeitig streiten sich mehr oder weniger gleichaltrige Geschwister mehr als Kinder, die halt ja so weit auseinander sind. Im Schnitt bekommen wirklich in Deutschland die Familien nach 3 Jahren in etwa ihr zweites Kind. Also die meisten halten sich an diese Empfehlung von den 3 Jahren. Für dich als Frau ist es gut, wenn du mindestens ein Jahr weiter wartest nach der ersten Schwangerschaft, weil dann einfach auch dein ganzer Nährstoffspeicher und so wieder gefüllt ist. Und genau, nach einem Kaiserschnitt sowieso, da sollte man mindestens ein Jahr warten. Einfach weil das Rupturrisiko, also dass die Kaiserschnittnarbe wieder aufgeht, dann einfach erhöht ist, wenn man vor Ablauf oder vor dem ersten Geburtstag des ersten Kindes wieder schwanger wird. Also da bitte unbedingt ein Jahr warten. Und ansonsten, wie gesagt, ist das einfach eine individuelle Entscheidung. So, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich nichts vergessen. Ansonsten, wie gesagt, findet ihr mich auf mamacita.de oder ihr könnt mich natürlich auch auf meiner Facebook-Seite Hebamme Julia besuchen. Also wahrscheinlich hier unten in der Infobox bekommt ihr noch mehr Infos, wo ihr mich finden könnt. Oder wenn du noch mehr wissen möchtest zum Mama werden, Mama sein, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mich in meinem Webinar besuchst, in meinem Live-Webinar und plötzlich bin ich Mutter. Das findet immer freitags um 11 Uhr statt. Bis dann!